Willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es eine Art Wunschlistenlosung, weil ich ja keinen so großen Sub habe, geben. Und ja, ihr könnt dann hinterher darüber abstimmen, welche dieser Bücher ich zuerst lesen soll, dass ich auf jeden Fall diesen Monat noch drankomme. Ich habe mir das aber so gedacht, dass ich jetzt seit 6 Lose hier rausziehe und schauen werde, eben welche 6 dann rankommen, und dann werde ich auf jeden Fall die ersten 3, sagen wir mal, lesen, und bei dem anderen schaue ich halt dann, ob ich noch Zeit dafür habe, aber ihr könnt auf jeden Fall entscheiden, welches ich zuerst lesen soll. Genau. Und nicht wundern, dass ich heute schon wieder denselben Pulli anhabe, den habe ich irgendwie zur Zeit ständig an. Also ich habe mehrere von diesem Pulli, aber ich drehe nicht die ganze Zeit 20 Videos vor, falls ihr euch das dann denkt. Und ich laufe auch nicht jeden Tag in einem und demselben Pulli rum. Also ich habe, wie gesagt, mehrere davon gekauft, weil es gab sie noch, weil der war kaputt, den ich hatte. Und oh, sie sind so schön weich. Okay, genug davon. Ich werde jetzt hier raus einfach mal das erste ziehen. Und das ist Seelenflüstern. Das hatte, glaube ich, Schockibooks, eine von euch zwei, oder? Ich glaube, Jessie war das, oder? Vorgestellt. Wenn ich das jetzt gerade nicht mit einem verwechsle. Auf jeden Fall fand sie das ziemlich gut, wenn es das ist. Und dann habe ich mir das gleich auf meine Wunschliste gesetzt. Ja, das war das sogar. Also am Cover erkenne ich es. Genau, das ist die Nummer 1. Dann, vor allem war das Cover auch ziemlich schön von dem. Das war eigentlich der Grund, warum ich es mir drauf getan habe. Die meisten Bücher zur Zeit sind eher wegen dem Cover da drauf gewandert. Ah, Katzenalarm von Autorin E. Snyder. Also dadurch, dass sie auch YouTuberin ist und dadurch, dass es um Katzen geht, musste ich das ja fast irgendwann mal lesen. Und ich wollte das schon vor Ewigkeiten. Also als da so, ich habe das bei Sarah halt gesehen, dass sie dazu eine Rätsel gemacht hat. Und dann wollte ich es eigentlich schon lesen und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber das freut mich, dass das jetzt gezogen wurde. Ich hoffe, dass werdet ihr früh also wählen, weil es sind Katzen. Das sagt doch irgendwie auch schon alles. Okay. Die Rebellen von Gilde der Schwarzen Magier. Das ist der erste Band einer 6-teiligen Reihe. Beziehungsweise es gibt irgendwie 3, also Teile, und dann nochmal 3, die nicht mehr so ganz dazugehören. Also die, glaube ich, nur in derselben Welt und irgendwie noch mit der Protagonistin spielen oder nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also auf jeden Fall hat mir eine Freundin das empfohlen. Die hat die alle gelesen. Und ich habe gesagt, ich werde den ersten Teil mal ausprobieren. Also das Blöde ist es nur, wenn es mir gefällt, dann will ich wieder alle 6 Teile lesen. Und dann habe ich wieder so viel zu lesen. Also was eigentlich schön ist, aber ich finde es so beängstigend, wenn man eine Reihe anfängt, bei der es schon so viele Teile gibt. Ich habe ja bei City of Bones auch alle 5 hintereinander dann irgendwie weggelesen. Und das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Dann das nächste ist Dance of Shadows. Das habe ich auch eher wegen dem Cover und weil es da teilweise um Ballett geht. Also ich habe dann gelesen, es soll gar nicht so sehr um das Tanzen gehen, aber ich finde Ballett irgendwie total, also gerade in so Filmen, ziemlich schön zum Anschauen. Natürlich mag Black Swan total gerne. Und ja, irgendwie wenn es damit zu tun hat, dann finde ich das gleich schon mal interessant. Auch wenn ich es selber nie gemacht habe. Außer ungefähr 2 Stunden, als ich im Kindergarten war oder in der 1. Klasse. Früher war ich gar nicht so auf sowas und naja, ich glaube, ich wäre auch immer noch sehr untalentiert für sowas, aber okay. Dark Canopy. Okay, mal wieder eine Dystopie. Also aus Tribute von Panem konnte mich ja noch keine begeistern, wirklich. Und ja, mal sehen, ob mir das gefallen wird. Ich hoffe es. Ich habe nämlich die Vermutung, dass da Canopy ganz vielen am besten noch mit gefällt, vielleicht auch nicht, aber darauf würde ich eher setzen. Das hatte ich doch rausgenommen, oder? Super. Also ich hatte gerade eins hier, das ich aus meiner Wunschliste rausgenommen habe, aber ich habe das Los nicht rausgetan. Spiel des Lebens. Spiel des Lebens, das hat die Nini von Schockibooks vorgestellt, beziehungsweise sie hat den 2. Teil letztens vorgestellt und ich fand das dann ganz interessant. Der 1. Teil ist ja zumindest auf Amazon so, naja, also manche schreiben halt, es ist so leicht, manche Rätsel sind da so leicht zu lösen und also es ist ganz erstmal, falls ihr das nicht kennt, so ein,
Ja, da geht es anscheinend um irgendein Mädchen, das dann irgendwie so bedroht wird und dann muss sie lauter so Rätsel oder was in die Richtung lösen, habe ich das da irgendwie so mitbekommen. Und ja, da stand halt auch manchmal, dass man sich halt ganz schön darüber aufregt, so dass sie ja manchmal was nicht so schnell checkt und sowas ist ja eigentlich nicht so meins, weil ich reg mich über Personen ziemlich schnell auf. Aber ich fand die Grundstory so gut und jetzt habe ich es mir halt doch mal auf die Liste geschrieben, weil ich mir denke, vielleicht gefällt es mir doch. Also wahrscheinlich würde mir die Grundstory gefallen, aber wenn schon so viele schreiben, ich bin ja immer die Erste, die sowas eigentlich sagt, wenn es noch niemand anders sagt, dass mir die Personen manchmal zu dumm sind, also dass sie sowas zu schnell nicht checken. Das ist halt manchmal auch nur, damit die Story länger dauert, aber ja, hoffentlich ist es dann nicht so schlimm, wie manche andere schreiben. Es interessiert mich trotzdem. So, das sind 6 Stück, ja. Ich werde natürlich alle nochmal in die Infobox schreiben von diesen Titeln jetzt. Und ich denke, ich werde das Video jetzt eh dann gleich hochladen, weil ich ja irgendwie dann auch mal die bestellen muss, wenn ich das weiß. Weil ich muss es ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange soll ich das laufen lassen? 24 Stunden, 48? Das schreibe ich euch auch in die Infobox. Ich denke mal eher einen Tag oder vielleicht auch zwei eben, weil ich die bald bestellen muss, damit ich nicht dann so gar nichts mehr zu lesen habe. Wieder, das mir letztens ganz kurz mal passiert. Und ja. Ich möchte damit schon beim ersten dann anfangen können. Gut, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr macht mit und sagt mir, was ich davon dann zuerst lesen soll. Also ich meine, bestellen, eigentlich kann ich sie, ich lasse es 2 Tage laufen, weil ich kann sie ja sowieso bestellen und dann kommt es halt darauf an, was ich zuerst lese. Das, da könnt ihr ja abstimmen, deswegen bestellen kann ich sie ja sowieso. Gut, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr mitmachen werdet. Und ich bin gespannt, was euch so am besten gefällt von den Büchern, die ich da gewählt habe. Also welches ihr am liebsten da was dazu hören wollt. Oder falls ihr schon was davon gelesen habt, könnt ihr mir auch schreiben, wie ihr es fandet. Das war's dann mit dem Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!